Wir sind bereits in einigen Videos auf unterschiedliche Geheimgesellschaften und deren Pläne zur Installierung einer neuen Weltordnung eingegangen. In diesem Video wollen wir uns einmal anschauen, ob die Meinung einiger Leute haltbar ist, die davon ausgehen, dass die Bibel von antiken Geheimgesellschaften geschrieben oder später von Geheimgesellschaften verfälscht wurde, um die Menschen zu manipulieren. Betrachten wir zunächst einmal das Neue Testament. Es gibt mehr Fragmente vom Neuen Testament als von irgendeinem anderen Text in der Geschichte. Sie wurden zu verschiedenen Zeiten und in verschiedenen Ländern geschrieben, doch beinhalten alle dieselbe Botschaft bzw. dieselbe Übersetzung. Alle etwa 26.000 Fragmente stimmen miteinander überein, genauso wie mit unserer heutigen Übersetzung der Bibel. Eine Fälschung ist also ausgeschlossen. Noch einfacher ist es beim Alten Testament. Im Jahr 1947 fand man in der Wüste Judäas am Toten Meer hunderte antike Schriftrollen. Es wird auch als das bedeutendste archäologische Ereignis des 20. Jahrhunderts bezeichnet. Unter den Funden war auch die älteste existierende Abschrift der hebräischen Bibel. Außerdem heißt es weiter: Von jedem Buch der hebräischen Bibel, außer Esther, wurden in den Höhlen von Qumran, den berühmtesten Fundort am Toten Meer, Fragmente gefunden. Und auch diese Texte, die teilweise 2300 Jahre alt sind, stimmen mit unserer heutigen Bibelübersetzung überein. Somit kann auch niemand die Bibel im Laufe der Jahrhunderte verfälscht haben. Doch was in der Tat leider geschah, war, dass die katholische Kirche die Bibel früher nur auf Lateinisch predigte, um die Deutungshoheit zu haben. Denn sollten die Christen verstehen, was die Bibel sagt, würden sie erkennen, dass die katholische Kirche nicht tut und nicht lehrt, was die Bibel sagt und lehrt. Bei der Inquisition wurden Christen, die die Bibel über den Papst stellten oder auch nur eine Bibel besaßen, teilweise bei lebendigem Leib verbrannt. Schon vor 2000 Jahren wurden gläubige Christen, die der Heiligen Schrift mehr Aufmerksamkeit und Gehorsam schenken als dem Kaiser, unter anderem den Löwen, zum Fraß vorgeworfen. Wahre Christen waren nämlich eine Gefahr, sowohl für die Machthaber des antiken Römischen Reiches als auch für den Vatikan, weil sie die Wahrheit sagten und ein Vorbild predigten, das weit über das hinausgeht, was man zuvor vernommen hat. Ein Gott, der die Menschen so sehr liebt, dass er bereit ist, das, was er am meisten liebt, für uns zu opfern, nämlich seinen Sohn Jeschua, der wiederum Vater Yahweh und ebenfalls die Menschen so sehr liebte, dass er freiwillig dieses Opfer für uns vollbrachte, weil er und der Vater eins sind, so wie Christen und Jesus Christus eins sein sollen. Die Könige und Machthaber in der heutigen globalen Welt wollen allerdings nichts mehr von der Lehre des Sohnes Gottes wissen, sondern entfernen ihn immer mehr aus der Gesellschaft. Im Psalm 2 heißt es ab Vers 1: Warum toben die Heiden und ersinnen die Völker Nichtiges? Die Könige der Erde lehnen sich auf und die Fürsten verabreden sich gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten, also den Messias. Küsst den Sohn, damit er nicht zornig wird und ihr nicht umkommt auf dem Weg, wohl allen, die sich bergen bei ihm. Die sich also bergen bei dem Messias und sich nicht vor dem Messias verbergen, denn das kann sowieso niemand, weil Gott alles sieht, sei es im Himmel oder auf Erden oder wo auch immer. Das gilt also für Geheimgesellschaften auch, die Geheimpläne schmieden. In Jesaja 29, Vers 15 steht geschrieben: Wehe denen, die ihren Plan vor dem Herrn tief verbergen, damit ihre Werke im Finstern geschehen. Die Bibel verbietet Geheimgesellschaften, weswegen keine Geheimgesellschaft jemals ein Buch wie die Bibel schreiben würde, denn dann hätten sie sich ja praktisch selbst verboten. Im Gegenteil, die Bibel fordert uns sogar dazu auf, Geheimgesellschaften und ihre Pläne aufzudecken. So heißt es in Epheser 5, Vers 11: Und habt keine Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, deckt sie vielmehr auf. Auch die Propheten der Bibel haben schonungslos über die okkulten Praktiken des eigenen Volkes berichtet und zur Umkehr aufgerufen, weswegen Propheten noch nie sonderlich beliebt waren. In Jeremia 32, Vers 35 wird offenbart: Sie haben dem Baal Höhen gebaut im Tal Ben Hinnom und ihre Söhne und Töchter dem Moloch durchs Feuer gehen lassen,
was ich nicht geboten habe und was mir nie in den Sinn gekommen ist. Macht und großen Einfluss haben heutzutage vor allem die Freimaurer. Einer der einflussreichsten Freimaurer war Albert Pike, der außerdem Führer des Ku Klux Klans war und das Buch Morals and Dogma schrieb, was so etwas wie die Bibel der Freimaurer ist. Albert Pike gebot den oberen Graden der Freimaurerlogen, also ab dem 30. Grad, Folgendes. Die Maurerreligion sollte von uns allen, die wir Eingeweihte der höchsten Grade sind, in der Reinheit der luziferischen Doktrin erhalten werden. Ja, Luzifer ist Gott. Natürlich glaubt das nicht jeder der Millionen von Freimaurern weltweit, aber es ist die Doktrin, die in den Kreisen gelehrt wird, die wirklich zur Elite gehören bzw. zur Spitze der Pyramide. Figuren wie der Baphomet oder Symbole wie das Pentagramm gehören ebenfalls zur Freimaurerei. Auch George Washington, Amerikas erster Präsident, schrieb am 24. Oktober 1798: Es war nicht meine Absicht anzuzweifeln, dass die Doktrin der Illuminaten sich in den Vereinigten Staaten verbreitet hat. Im Gegenteil, niemand ist mehr von diesem Fakt überzeugt, als ich es bin. Die Pyramide mit dem allsehenden Auge ist heute so etwas wie das Hauptsymbol der Illuminaten und wird auch in Freimaurerlogen verwendet. Der Schlussstein an der Spitze der Pyramide symbolisiert niemand anderen als Luzifer, den Nichtträger und wahren Gott der Hochgrad-Freimaurerei. Auch Jesus wird laut Bibel mit einem Stein verglichen, allerdings mit einem Eckstein. So heißt es im 1. Petrusbrief, Kapitel 2, Vers 7. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, nämlich der Messias, gerade der ist zum Eckstein geworden. Der Eckstein ist der unterste Stein, also sozusagen das Fundament, auf dem wir als Christen aufbauen sollten, damit wir nicht auf Sand bauen, wie es die Freimaurer tun. Jesus sagte in Matthäus 7, Abvers 26: Und jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, wird einem törichten Mann gleich werden, der sein Haus auf Sand baute, und sein Einsturz war gewaltig. Doch es gibt auch Bibelversionen, wie zum Beispiel die New International Version von 1984, die Vers 7 vom 1. Petrusbrief Kapitel 2 folgendermaßen übersetzt haben. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Schlussstein geworden. Aus dem Eckstein, der das Fundament bildet, wurde also der Schlussstein, der sich an der Spitze befindet und wo auch Satan sich gerne sieht, der ja sein möchte wie Gott und deswegen ebenfalls seine Hoffnung auf Sand baut. Nun glauben viele, dass die Freimaurer oder die Illuminaten insgesamt eine jüdisch-zionistische Geheimgesellschaft sei, doch dies ist nicht der Fall. Wahre Juden glauben an den Gott der Bibel, der den Gott der Freimaurer verurteilt, aber es gibt natürlich auch Juden innerhalb dieser okkulten Kreise. In Offenbarung 3, Vers 9 steht geschrieben: Siehe, ich gebe, dass solche aus der Synagoge des Satans, die sich Juden nennen und es nicht sind, sondern lügen. Siehe, ich will sie dazu bringen, dass sie kommen und vor deinen Füßen niederfallen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Doch dies heißt nicht, dass jetzt Satanisten in jüdischen Synagogen sich treffen, denn das Wort Synagoge heißt übersetzt Versammlung, so wie das Wort Okkultismus nichts anderes heißt als verborgen oder geheim. Okkulte Geheimgesellschaften, welche die Spitze der Illuminatenpyramide bilden, sind also nichts anderes als geheime Versammlungen, die im Verborgenen stattfinden und laut Bibel dem Satan dienen, aber nicht dem Gott der Bibel. Genau das hat man auch im antiken Babylon und im antiken Ägypten praktiziert, im Gegensatz zu Gottes Sohn Jeschua, dem Messias, der in Johannes 18, Vers 12 und in Lukas 8, Vers 17 sagte: Ich habe öffentlich zu der Welt geredet. Ich habe stets in der Synagoge und im Tempel gelehrt, wo die Juden immer zusammenkommen, und im Verborgenen habe ich nichts geredet. Denn nichts ist verborgen, das nicht offenbar werden wird, und nichts ist geheim, das nicht bekannt werden und an den Tag kommen wird. Denn die Wahrheit braucht sich nicht zu verstecken, im Gegensatz zu den Lügen und den Sünden dieser Welt, die alle eines Tages ans Tageslicht kommen werden, wenn die Wahrheit ans Tageslicht kommt, nämlich Jeschua, der Messias. Denn
Gott wird jedes Werk vor ein Gericht bringen, samt allen Verborgenen, es sei gut oder böse. Es gab und gibt viele Herrscher, Könige und Politiker, sei es in der Bibel oder außerhalb der Bibel, die zwar Macht hatten, aber nicht weise waren und daher nicht weise regierten, während es wiederum weise Menschen gibt, die keine Macht haben, obwohl sie womöglich besser regieren würden als die aktuellen Vertreter unserer Nationen. Es gibt nur einen, der Weisheit und Macht zu vereinen vermag. Der Prophet Daniel sprach in Kapitel 2, Abvers 20: Gepriesen sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit, denn sein ist beides, Weisheit und Macht. Er offenbart, was tief verborgen ist, er weiß, was in der Finsternis ist, und bei ihm wohnt das Licht. Das Licht wohnt bei Gott und der Messias wohnt im Licht, denn er ist der König der Könige und der Herr der Herrschenden, der allein Unsterblichkeit hat, der in einem unzugänglichen Licht wohnt, der kein Mensch gesehen hat und noch sehen kann. Ihm sei Ehre und ewige Macht. In der bekannten Doku Zeitgeist wird behauptet, dass Jesus nichts anderes verkörpere als die Sonne. Doch das Licht der Welt ist nicht die Sonne, sondern derjenige, durch den die Sonne erschaffen wurde. Deswegen hat Gott im 5. Buch Mose, Kapitel 17, ab Vers 2 auch verboten, andere Götter oder die Sonne und den Mond anzubeten. Jesus hat nichts mit Sonnenanbetung zu tun, auch nicht mit dem Sonnengott Tammuz, dem Sohn Nimrods, da ihn die Bibel bereits enttarnt und verboten hat. Hesekiel 8, ab Vers 12: Menschensohn, hast du gesehen, was die Ältesten des Hauses Israel im Finstern tun? Denn sie sagen, der Herr sieht uns nicht. Und siehe, dort saßen Frauen, die den Tammuz beweinten. Und sie warfen sich nach Osten, anbetend, vor der Sonne nieder. Es stimmt, dass die katholische Kirche Symbole und Bräuche antiker Sonnengötter übernommen hat, doch Jesus hat dies niemals getan. Auf der neuen Erde, die Gott nach dem Millennium erschaffen wird, werden wir die Sonne gar nicht mehr benötigen. So heißt es in Offenbarung 22, Vers 5. Und es wird dort keine Nacht mehr geben, und sie bedürfen nicht eines Leuchters noch des Lichtes der Sonne, denn Gott, der Herr, erleuchtet sie. Da sich laut Bibel unser Kampf nicht gegen Fleisch und Blut richtet, sondern gegen geistige Mächte, kämpfen wir als Christen auch mit geistigen Waffen. So heißt es in Epheser 6, ab Vers 14: So steht nun fest, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit und angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit und die Füße gestiefelt mit Bereitschaft zum Zeugnis für das Evangelium des Friedens und nehmt auch das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist. Denn Jesus sagte in Matthäus 24, Vers 35: Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Amen.